Obwohl die Titelbeschreibung in Englisch war und auch die Beschreibung im Pre-Talk, im Pre-Tix, im Pre in der Beschreibung auf Englisch war, würde ich den Talk auf Deutsch halten. Er ist relativ kurz gehalten und ich würde am Ende lieber noch mal ein bisschen von euch Fragen beantworten und ein paar Sachen klären. Leider hatte ich nicht genug Zeit, mich vorzubereiten, weil auf der Arbeit einiges schiefgelaufen ist. Aber ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Ich würde einmal ganz gerne von euch wissen, wie viele von euch machen denn irgendetwas mit IoT und wem sagt denn auch so etwas wie Sixlopan etwas? Cool. Cool, also ungefähr so 7 Leute von, ich glaube, 30 können mit Sixlopan etwas anfangen, was relativ viel ist aus meinem Erfahrungsschatz heraus. Und es kommen immer noch mehr. Worum geht es eigentlich? Es soll um ein bisschen IoT gehen und zwar jenseits von Wi-Fi, jenseits von Raspberry Pis, dass man halt nicht unbedingt einen ganzen Linux-Server schrinken muss auf ein kleines Device und den billig anbindet, am besten via Wi-Fi, weil dort gibt es einige Restriktionen, die man eigentlich gerne umgehen möchte. Man kann nicht überall volle Linux-Systeme haben, insbesondere wenn man über dieses klassische IoT im Bereich Home Automation redet, sind da einige Anforderungen, die nicht so einfach zu erfüllen sind. Ich würde mich freuen, wenn einige Leute danach ein bisschen damit rumspielen würden und dass in den Hackerspaces ein bisschen dazu dann geschieht in den nächsten Jahren, weil es doch eigentlich eine ganz schöne Variante ist, ohne proprietäre Stacks, ohne Patente, ohne Probleme eigentlich Dinge zu tun im Nahbereich. Das heißt, was ist eigentlich die Motivation von uns? Wir wollen natürlich irgendwie alles mit allem verbinden. Es soll irgendwie funktionieren. Und wollen wir wirklich eigentlich alles verbinden? Wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Internet. Irgendwie funktioniert alles miteinander, indem wir Standards bereitstellen. Ein paar Sachen haben nicht so ganz gut geklappt. Aber das Grundkonzept ist, wenn wir irgendwie Pakete schicken mit IP, sollte das eigentlich ganz gut klappen. Wir haben uns mehr oder minder auf HTTP geeinigt, auf restvolles Protokoll, mit dem man ganz schön einige Sachen machen kann. Die Frage ist, wollen wir das eigentlich auch im Bereich Internet of Things machen? Wollen wir da irgendwie sowas machen wie im Home Automation Bereich, jede Glühbirne, jeden Lichtschalter und andere Dinge machen. Warum bringe ich das Beispiel mit Home Automation? Weil es eigentlich mal sehr nahe ist für Leute zu sehen. Wir haben viele andere Anwendungsfälle, wo es ähnliche wo es ähnliche Anforderungen gibt, die ähnlich problematisch sind. Und wenn man von Home Automation anfängt zu reden, würde ich halt immer die klassischen Beispiele bringen, die Glühbirne. Denn dort, das ist eigentlich das Naheliegendste, weil man möchte etwas ein- ausschalten. Jeder hat mehrere zu Hause. Man hat Schalter. Man hat einen Temperatursensor, den will man wieder weiterverwenden. Da möchte man typischerweise nur etwas rauslesen. Und natürlich die AC, die Heating, die möchte man irgendwie regulieren, steuern, irgendwie vernetzen mit anderen Dingen. Denn dort könnten einige Sachen abhängig sein. Generell, wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig zwischendrin. Und ich würde dann danach ganz gerne noch mit euch darüber diskutieren, wer dann Lust hat. Das Ganze soll auch möglichst günstig sein. Das heißt, wir reden hier von Constraint Devices. Die meisten von diesen Constraint Devices liegen im Bereich von wenigen Kilobyte von RAM. 16 Kilobyte, 32 Kilobyte RAM sind normal. Das heißt, wir haben spezielle eingebettete Betriebssysteme. Wir können dort nicht einfach mal einen SSH-Server hochfahren oder ähnliche Dinge. Wir müssen dort also wirklich aufpassen, was können wir dort machen. Wir haben wenige Megahertz, was aber eigentlich auch nicht so das Problem ist, weil wir wollen ja auch nur ganz wenige Dinge tun. Lichtschalter, wie gesagt, eine Glühbirne sollte an oder aus sein. Das ist ja auch nur ein Bit an Informationen. Flash, typischerweise in diesen günstigen Devices reden wir von 64, 128 Kilobyte Flash. Inzwischen auch 1 Megabyte teilweise. Das heißt, auch dort muss es möglichst effizient alles untergebracht werden und entsprechende Libraries müssen angepasst werden. Battery powered klingt jetzt erstmal komisch, aber in dem Augenblick, wenn man halt einen Lichtschalter hat, den möchte man nicht noch extra eine Stromversorgung angeben,
gedeihen lassen. Das heißt, in dem Augenblick heißt es, wir müssen Strom sparen an jeder möglichen Stelle. Das heißt, möglichst wenig senden, möglichst wenig komplizierte Verarbeitungen durchführen und, der Stichwort Duty Cycle, möglichst viel im Standby sein. Das heißt, wenn ich im Standby bin, habe ich typischerweise Probleme, dass ich nicht erreichbar bin, ich muss irgendwann wieder aufwachen, ich muss mich darum kümmern, wie schnell kann ich wieder aus einem Standby aufwachen und dann diese entsprechenden Pakete verarbeiten. An diesen Stellen haben wir einfach andere Voraussetzungen, als wir typischerweise bei den normalen Internetgeräten der Fall ist, die wir alle kennen und nutzen. Ich hoffe, es ist klar, warum ich nicht unbedingt über IPv4 anfange, nochmal als Recap das zu haben. Wir wollen eigentlich gar kein neues IPv4 mehr ausrollen. Ich glaube, es ist jedem klar, warum. Das Problem ist, wir haben in diesem Augenblick relativ große MTUs, Maximum Transmission Units, müssen mindestens 128 Byte sein. Das heißt, das muss man laut Standard erstmal erfüllen und man muss 128 Bit-Adressen verarbeiten können. Klingt jetzt erstmal nach, okay, wo ist das Problem? Das Ganze wurde, also der ganze Standard wurde ratifiziert, ohne dass man kleinere Geräte im Blick hatte und man hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass IPv6 vernünftig auf kleinen Geräten läuft. Stichwort 16 Kilobyte RAM, dort einen vollständigen IPv6-Stack einzuführen, ist relativ schwierig. Daran wurde relativ viel Arbeit reingesteckt in den letzten Jahrzehnten und 2007 ist mit 6LowPAN eine Adaptionslayer eingeführt worden für eine bestimmte Sache. Aber fangen wir erstmal an, warum das eigentlich wichtig ist im Bereich IoT. Wenn wir jetzt einfach mal klassisch anfangen, wir haben einen Lichtschalter. Wir haben meistens genau ein Bit an Informationen, das wir übertragen möchten. Das Licht soll angehen oder ausgehen. Wir wollen es eigentlich nur toggeln. Das heißt, wenn wir jetzt kurz überlegen, 128 Bit-Adressen, eine relativ große MTU, noch mehr Overhead. Wir reden hier immer davon, dass wir nur ein Bit an Informationen übertragen wollen meistens. Inzwischen noch ein bisschen dimm, okay. Das Wichtige ist aber auch, wir wollen das sofort tun. Es gibt von Siemens einen Standard, wenn ich mich recht entsinne, der sagt, wenn nicht innerhalb von 250 Millisekunden eine Lampe reagiert auf den Lichtschalter, wird der Nutzer nochmal den Lichtschalter betätigen. Mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. Das heißt, wir müssen schnell reagieren. Wir werden auch das Feedback direkt an der Lampe normalerweise sehen. Das heißt, uns ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass da bestimmte Dinge passieren. Und wir wollen das auch gar nicht sehen. Dagegen haben wir Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren klassischerweise. Die wachen auf, lesen irgendwann mal ihren Wert, sagen, okay, es sind 22,3 Grad in einem Zimmer, senden den raus, schreiben den raus und sind wieder für 5 Minuten weg. Das stört keinen, die werden weggeschrieben, wenn da mal jede zweite Nachricht verloren geht. Wäre uns, glaube ich, auch nicht so schlimm, wäre halt ein bisschen schade drum, aber das ist nichts, was irgendwie zeitkritisch ist. Das heißt, dort haben wir komplett andere Anforderungen an die beiden Geräte. Wir haben so einen Fall von Window Logs, also Schließsysteme, wo wir zum einen ganz gerne wissen wollen, was für einen Status hat eigentlich dieses Schließsystem gerade. Und wir wollen auch verlässlich zum Beispiel wissen, hat es jetzt diesen Status gesetzt? Ist das passiert? Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, Fenster, schließe dich bitte, möchte ich gerne wissen, ist der Befehl durchgekommen, wurde er ausgeführt, ich möchte gerne Feedback haben und habe dort wieder diese Anforderung, dass ich das verlässlich haben will. Und auch hier wieder, es sind eigentlich wenige Bytes an Informationen und Sachen, die wir machen möchten. Für die Heimvernetzung oder generell für Wireless, also Low-Power Wireless LAN, Wireless Personal Access Networks ist der Standard IEEE 802.15.4 mal entwickelt worden. Der ist 2003 ratifiziert worden, 2006 ist eine Version rausgekommen. Die meisten werden ihn kennen, weil Zigbee darauf aufbaut. Das Schöne ist, das ist halt ein lokaler Funkstandard, der wurde darauf entwickelt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Er funkt klassischerweise im 2,4 Gigahertz Band
mit 5 MHz breiten Kanälen, relativ langsam, ist für Signaling gedacht. Das heißt, wir senden wenige Informationen. Später kamen noch die Bänder 868 MHz, 915 MHz dazu, als auch 433 MHz, um mehr Reichweite zu ermöglichen bei immer noch sehr geringer Datenrate. Das heißt, damit kann man solche Lichtschalteranwendungen ganz gut realisieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, er wurde spezifiziert für 127 Byte Frames. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, IPv6 wollte 1280 Byte Minimum als Transmission Unit. Das muss gewährleistet sein. Das heißt, in diesem Augenblick können wir schon kein natives IPv6 mehr in einen Frame reinpacken. Wir würden über mehrere Pakete reden, die geschickt werden müssten. Wenn ein Empfänger mehrere Pakete empfängt, müsste er die reassemblen. Wenn da irgendeine Störung reinkommt, gibt es wieder Probleme. Das ist nicht so günstig. Eine andere Sache ist, zur Adressierung wird eine 64-Bit große ID verwendet. Ähnlich wie die Identifier bei IPv6, wenn man das Präfix wegschneidet. Und genau dort kann man halt dann auch ansetzen. Warum möchte man eigentlich auch lieber so ein Funkprotokoll nutzen und zum Beispiel nicht Wi-Fi? Wenn wir uns überlegen, im Home-Automation-Bereich sind die Geräte teilweise 10, 20 Jahre verbaut. Wenn wir uns jetzt weiter überlegen, wir hatten vor 15 Jahren irgendein Gerät mit Wi-Fi integriert, dann haben wir das Problem, dass wir jetzt dann irgendwelche Legacy-Devices mitschleppen würden, die noch 802.11g sprechen würden. Das wäre eher nicht so schön und da möchte man halt dann ganz gerne eigentlich eigene Netze haben, beziehungsweise das nicht so klar trennen zu anderen, klar trennen zu anderen Geräten. Zigbee hatte ich erwähnt, basiert auf 802.15.4. Das ist relativ schön, weil es formt Meshes. Das heißt, mit jedem weiteren Gerät baut sich dieses Mesh weiter auf, wird resistenter. Es hat leider ein etwas unglückliches Protokoll, das ist ein Gossip-Protokoll. Das heißt, es ist relativ dumm, es wird einfach alles weiter geflutet an Informationen. Es wird schon sicher irgendwann den Empfänger erreichen. Funktioniert meistens auch, funktioniert akzeptabel schnell, ist proprietär. Man ist damals davon ausgegangen, naja, die kleinen Geräte können eh kein IP sprechen. Dort müsste man sich diese Bemühungen gar nicht machen. Wir machen gleich von Anfang an etwas komplett Eigenes und nutzen das. Sehr weit verbreitet ist inzwischen die Zigbee Lightlink. Die ganzen Smart Lightbulbs, die unterwegs sind im Home Automation Bereich, sind genau dieser Standard. Dort hat man dann auch diese Kompatibilität immer gegeben. Das ist proprietärer Kram, verschlüsselt und so weiter und so fort. Ist relativ verbreitet an der Stelle, nutzt genau dieses Protokoll. Das heißt, der 802.15.4 Mac und Phi ist eigentlich allgegenwärtig für die meisten Leute inzwischen schon. Wie ich eben schon gesagt hatte mit Wi-Fi, warum möchte man eigentlich kein Wi-Fi nutzen? Wenn wir uns das vorstellen, ich hätte eine Fernbedienung und die nutzt Wi-Fi für meine Smart Lightbulbs, was auch immer, dann müsste die regelmäßig im Wi-Fi wieder drin sein, die Verbindung am Leben erhalten und ähnliches, damit sie nicht rausfliegt. Sie würde relativ viel Strom verbrauchen und wir reden relativ schnell davon, dass wir hunderte von Knoten ganz gerne hätten. Wenn ich einfach so meine Wohnung überschlage, wie viel ich gerne in meinem Zimmer hätte, komme ich relativ zügig auf 20 bis 30 Geräte pro Zimmer. Das sind verschiedene Sensoren, verschiedene Lichtschalter, Lichtquellen, vielleicht auch eine Messung von bestimmten Sachen, Sound und so weiter und so fort. Da sind eigentlich relativ viele Geräte gegeben. Wenn ich mir die meisten Access Points angucke, bin ich mir nicht so sicher, ob die auch hunderte von Geräten sauber handeln würden. Das zweite ist, was hier jetzt natürlich nicht drin steht, ist, dass es kein Mesh ist. Das heißt, an der Stelle hätte man Probleme mit der Reichweite. Es ist mit Wi-Fi häufig ein Problem, vernünftige Coverage zu erzeugen. In einer kleinen Wohnung sicher kein Problem, bei größeren Installationen schwieriger. Und was ich vorhin schon einmal angedeutet hatte, wenn man typischerweise sein Haus ausrichtet oder einrichtet, dann nicht für die nächsten 2, 3 Jahre, sondern für 10 Jahre mindestens. Ich möchte nicht unbedingt meine ganze Hardware alle paar Jahre ersetzen, nur weil sich irgendwie ein paar kleinere Standards ändern.
Und das heißt, da ist eine Koexistenz schwierig, auch wenn es bei Wi-Fi entsprechende Bestrebungen gibt. Ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen, 64-Bit-Header, 128-Bit-Adressen, eine MTU von 1280 sind ein bisschen problematisch, das umzusetzen, insbesondere wenn man IEEE 802.15.4 nimmt. Und an der Stelle kommt auch 6LoWPAN dann zum ersten Mal ins Spiel. Was man sich gedacht hat, ist, man könnte ja eigentlich diesen 802.15.4 Mac und FÜ nutzen. Man müsste nur ein paar Anpassungen betreiben. Das erste ist, naja, wir sind ja in einem lokalen Mesh. Das heißt, wir wissen, dass alle unsere Geräte hier schon da sind. Das heißt, wir könnten die Header weitestgehend komprimieren. Wir können viele Sachen rauswerfen, die nicht typisch für unser Anwendungsgefälle sind. Und dazu fallen auch erstmal die IPv6-Adressen ein. Wir haben ja eh schon die EUI64-Adressen. Warum nutzen wir die nicht für unsere IPv6-Adressen? Fügen beim Rausgehen ins Internet unser globales Präfix hervor. Sobald wir reingehen, werfen wir das weg, sparen wir viele Bits an Übertragung. Denn Bits übertragen ist meistens relativ teuer im Vergleich zu den Verarbeitungszyklen, die wir inzwischen haben, an Stromkosten. Das heißt, wir haben sowieso ein Gateway, der uns dann das lokale Funkinterface zur Verfügung stellt. Das ist normalerweise der Übergangspunkt ins Internet. Dort können wir die Adressen anpassen. Wir können sogar noch auf kürzere Adressen gehen, die auch unterstützt werden bei den ganzen Formaten und können dabei relativ viel sparen und können es versuchen, in 127 Bytes pro Frame reinzukriegen. Das ist das Erste, was man halt tut. Das Zweite ist, wir würden eigentlich ganz gerne HTTP sprechen, weil HTTP ist eigentlich ganz angenehm. Eine RESTful-Architecture, eine Anfrage, wir können das Ganze machen. Ist schön, es hat sich durchgesetzt im Web. Es basiert aber auf Text. Text ist relativ ineffizient. Wenn ihr euch HTTP-Anfragen anguckt, ist das Plain Text. Es sind halt viele Bytes mit dem HTTP-GET 1.0 und so weiter oder 1.1. Diese ganzen Sachen sind ungünstig. Es ist relativ chatty. Es hat sehr viele Optionen spezifiziert, die für uns eigentlich klar sind. Und es ist damit ineffizient. Das Ganze auch noch auf Mikrocontrollern zu parsen, ist teuer. Das heißt, wir verbrauchen nicht nur relativ viel Energie beim Senden und Empfangen, sondern wir müssen dann auch nochmal uns darum kümmern, dass wir es korrekt verarbeiten. Das heißt, es ist eher ungeeignet. Und genau an dieser Stelle hat die IETF sich hingesetzt und hat daran gearbeitet, das zu ersetzen, mit dem Constraint Application Protocol. Die Idee ist, die meisten Ideen von HTTP sind eigentlich sehr gut. Aber wir brauchen eigentlich viele Dinge nicht so speziell, wie es in HTTP ist. Wir müssen nicht so flexibel sein. Wir haben Geräte, die generell besser darin sind, Binary zu verarbeiten als Text, und wir würden ganz gerne diesen Overhead sparen. Das heißt, warum wollen wir die Operation voll ausschreiben? Wir haben vier Operationen normalerweise. Warum setzen wir da nicht einfach 2 Bit? Warum schreiben wir explizit aus, welche Protokollversion wir haben? Reicht es da nicht, wenn wir 4 Bits machen? Das heißt, wir gehen einfach Binary und können damit relativ viel besser parsen. Die kleinen Co-op-Libraries sind bei wenigen Kilobyte Flash-Verbrauch im Mikrocontrollern. Das heißt, das ist eine ganz schöne Sache, und es ist nicht nur similar zu HTTP, sondern weitestgehend auch mappbar. Das heißt, es gibt Firefox-Plugins auch, mit denen man dann halt direkt die Requests durchführen könnte, und man könnte auch die Requests 1:1 ummappen. In den meisten Fällen brauchen wir aber nicht so viele Informationen, sondern wir reden hier wirklich davon, dass wir wenige Bytes normalerweise übertragen wollen. Das heißt, dort sparen wir relativ viel. Das geht so weit, dass die Min-Packet-Size von CoAP bei 4 Byte liegt inzwischen. Das heißt, wenn wir die ganzen vorherigen Dinge mit einbeziehen, kommen wir auf meistens 30, 40 bis 50 Byte für einen Frame, wenn wir nur Licht an- oder ausschalten wollen mit einer UI, und Dinge tun können. Das heißt, wir haben die UI-Structure übernommen von HTTP, können aber Dinge dann tun. Wir können auch dabei eine Resource Discovery durchführen. Das ist hier die Well-Known.
Die wurde so spezifiziert, dass man dort dann einmal die Fähigkeiten des Geräts sich angucken kann und kann darauf dann weiterarbeiten. Und damit ist dann relativ gut Zwei-Wege-Kommunikation möglich. Man hat auch bestimmte Dinge rein, die ich nicht explizit aufgeschrieben habe, reingebracht. Zum Beispiel, dass man Dinge bestätigen kann. Also in dem Augenblick, man möchte nicht unbedingt das Paket bestätigen, wenn man die Anfrage hat, sondern man bestätigt sie dann auf Koop-Ebene. Ja, ich habe das Paket erhalten. Ja, ich habe das ausgeführt. Das passiert. Da kann man dann in dem Augenblick das acknowledgen. Gut. Was ich vergessen habe an Slides ist, weil es eigentlich jedes Mal offensichtlich ist und ich da ein bisschen schlampig gearbeitet habe, ist, man möchte eigentlich auch kein TCP einsetzen. Warum will man kein TCP einsetzen? Wenn man einen Lichtschalter hat und ich würde jetzt ein HTTP-GET drauf ausführen, stell dich bitte ein, dann würde das mit HTTP folgendermaßen aussehen. Hallo, ich möchte eine TCP-Verbindung mit euch aufbauen. Okay, die wird aufgebaut, das heißt, ich habe einen vollen Three-Way-Handshake. Danach schicke ich eine HTTP-Anfrage, die wiederum relativ groß ist. Und das alles nur, um diesen einen Bit an Informationen zu übertragen. Schalte dich bitte an. Das heißt, dort direkt mit UDP zu arbeiten, ist sinnvoll. Und Koop basiert auf UDP generell. Das heißt, dass man dort zügig wenige Informationen übertragen kann und das Ganze machen kann. Genau, die Hardware ist relativ günstig inzwischen. Die SoCs sind von verschiedenen Herstellern verfügbar, von eigentlich allen Interessanten, glaube ich. Atmel, ST, TI und ein paar weitere. Und die liegen inzwischen, die SoCs, bei ungefähr 5 Euro. In Einzelstückzahlen teilweise schon. Das heißt, man kann damit relativ schöne, interessante Boards bauen und man kann damit rumspielen. Man kann damit Dinge bauen, ohne dass man jetzt irgendwelche Patente einhalten muss oder andere Sachen. Und die können halt auch wirklich Ende zu Ende im Internet kommunizieren. Die Slides, die ich leider auch nicht hinzugefügt habe, ist DTLS. Was man nämlich noch hinzugefügt hat, ist, dass man mittels DTLS, weil es ja UDP ist, einzelne Pakete verschlüsseln kann und halt auch vernünftige Sicherheit aufbauen kann, vergleichbar zu TLS. Die Sicherheitsprimitiven müssen mindestens AES 128 unterstützen. Das schreibt der Mac vor bei 802.15.4 und dort setzt man dann halt typischerweise auch auf. Die heutigen SoCs können dann halt auch, die System on Chips können normalerweise ECC inzwischen und auch RSA 2048. Das heißt, dort gibt es auch eigentlich keine Entschuldigung, warum sie nicht vernünftige Krypto fahren können. Und es sind eigentlich auch die meisten Bausteine schon vorhanden. Die aktuelleren System-on-Chips sind sogar so weit, dass sie ja wissen, dass sie im 2,4 GHz-Bereich normalerweise funken müssen. Und eine ähnliche Anforderung hat Bluetooth und Bluetooth LE. Und auch dort gibt es inzwischen den Six-Low-Pan Adaptation Layer. Ich meine 2015 oder 16 veröffentlicht, dass man dort dann auch ein Mapping drauf führen kann und auch Bluetooth LE-Geräte einbinden könnte und direkt IP darüber sprechen könnte. Andere Layer, die in der Arbeit sind, sind NFC. Und es wurde mal diskutiert, ob man Smartcards auch anbinden sollte über so etwas. Klingt manchmal absurd, aber es wäre halt auch einfach ganz gut, einen Layer darunter zu haben und nur ein Format sprechen zu müssen. Wie ich vorhin gesagt hatte, wollte ich das Ganze auch eher kurz halten, beziehungsweise bin in der Vorbereitung nicht so weit gekommen, wie ich gehofft hatte. Falls irgendjemand Fragen hat, gerne hier, auch gerne nachher noch. Und ich hoffe, es war mehr oder minder interessant und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute an solchen Dingen arbeiten würden. Es gibt inzwischen auch einige interessante Bewegungen, dass es auch RISC-V-Cores gibt, die in diesem Bereich rauskommen mit den entsprechenden Funkschnittstellen. Und ja, es gibt verschiedene Betriebssysteme, die entwickelt werden. Ich weiß nicht, ob einige der Riot-Entwickler hier dabei sind. Da sind auch einige Leute im Umfeld, ich vermute auch im Chaos-Umfeld, aktiv, die sich auch beim Kongress regelmäßig treffen. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch mehr oder minder gefallen. Super.
Ich baue eh schon einige Zeit auch mit Six-Low-Pan und so weiter. Wir verwenden Contiki OS. Das ist so eine und 8-Bit-Mikrocontroller, so Atmel-Dinger. Die haben halt den Vorteil, dass das Power-Saving sehr, sehr schnell geht und sehr schnell wieder aufwacht. Das heißt, der kann 8 Mal pro Sekunde ein Paket schicken und immer die 125 Mikrosekunden dazwischen, 125 Millisekunden dazwischen schlafen und wieder aufwachen. Das heißt, es macht nichts, wenn der nur eine Achtelsekunde schläft. Und man kommt auf sehr, sehr lange Batterielebensdauern, also mit 2 AAA-Batterien ein halbes Jahr oder so. Ja. Wenn man das mit WLAN vergleicht, mit 2 AAA-Batterien kommt man vielleicht einen Nachmittag durch oder so. Und mich würde interessieren, wo du die, also wie weit das ist mit, also mit TLS, DTLS, weil wir noch keine Unterstützung haben. Contiki hat das auch noch nicht. Und wie da so der Stand deiner Entwicklung ist. Und dann würde ich auch gerne, dass wir können ja austauschen. Ne? Erstmal, also ich bin mir nicht sicher, wie weit der DTLS-Unterstützung inzwischen ist. Ich habe dies weitestgehend aus den Augen verloren vor ein paar Jahren. Ich weiß, dass es zur Referenzimplementierung gibt. An meiner Uni, also an der Universität Bremen, machen wir dazu verschiedene Dinge. Es gibt eine Tiny DTLS Library, die gepflegt wird von uns. Und ich meine, dort ist es schon relativ weit. Das Stichwort 8-Bit-Mikrocontroller, ja. Ich bin halt inzwischen immer auf 32-Bit-Mikrocontrollern, was aber ja nicht so viel Unterschied macht an der Geschichte. Bei der Batterielebenszeit würde ich nochmal anmerken, wir reden hier wirklich meistens von Jahren, die man anpeilt an Batterielebensdauer. Und genau, und hier sind wir bei 8 Mal pro Sekunde senden und die SOCs haben sich weitestgehend weiterentwickelt. Ich habe mit den 8-Bittern, glaube ich, vor 7, 8 Jahren mal gearbeitet. Und inzwischen sind die Aufnahmen, also es wurde drastisch besser bei den entsprechenden SOCs. Ich glaube, Faktor 4, Faktor 5, sind sie inzwischen effizienter beim Senden und Empfangen. Genau, also der Einwurf war nochmal, dass es deutlich mehr Strom braucht, der 32-Bit-Core. Nichtsdestotrotz wird daran gearbeitet und ja, wir reden hier wirklich davon, dass wir von 8-Bit bis hoch Geräte unterstützen. Und deshalb ist das eigentlich auch ein ganz schönes Testbed aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, DTLS müsste ich nochmal reinschauen. Ich weiß, dass es die Tiny DTLS gibt. Es gibt verschiedene andere Implementierungen. Ich weiß, dass Leute dran sind bei uns. Den genauen Stand kann ich dir dort nicht sagen. Müsste ich aber nochmal nachschauen und kann ich dann sicher dann nochmal dazu dann verlinken. Wenn das gelbe Licht leuchtet, ist er Gut, aus. jetzt ja. Frage zu diesem Co-op. Du hast vorhin erwähnt, dass es eventuell Firefox-Plugins gibt oder geben könnte, die das sprechen. Aber das heißt doch auch, dass es dann zwei Seiten von diesem Protokoll geben muss. Eine, die auf IP aufsetzt und eine, das auf 6LowPAN aufsetzt und Gateways dazwischen. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Gateway? Nein. Also das Erste ist, es gibt diese Plugins, es gab diese Plugins schon vor 7 Jahren. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit die weitergeführt wurden. Und weil die Plugins, es wurde gerade ergänzt, wurde leider nicht weiterentwickelt, weil es Firefox die API geändert hat und dabei wurde dann die Weiterentwicklung unterbrochen. Generell ist es nur das Layer 7 Protokoll. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich das Paket, also wenn ich die Anfrage schreibe, ich schreibe dann anstelle von HTTP nutze ich CoAP. Ich benutze aber immer noch IPv6, um das Gerät direkt anzusprechen. Dieses Paket wird vom Gateway normalerweise direkt durchgereicht. Und wenn es Co-op ist, ist das alles kein Problem. Wenn man eine HTTP zu Co-op-Mapping macht, muss man dazwischen einen Gateway einfügen und der würde den typischen HTTP-GET-Request umschreiben auf einen Co-op-GET-Request, was insbesondere heißen würde, die ganzen Texte, also den ganzen ANSI-Text
löschen und dafür dann halt die entsprechenden Bits setzen, die URI einfügen und das dann weiterzuschicken. Das Gateway tritt in dem Augenblick in Kraft, wenn eine Fragmentierung stattfindet insbesondere. Das heißt, wenn ich jetzt ein zu großes Paket schicken würde an ein Sixlopen-Device, wird das Gateway diesen Request erhalten, wird das Ganze in kleinere Pakete umschreiben und das dann weitersenden. Es wird aber den Inhalt an sich nicht anfassen. Das heißt, dort wird nur eine Fragmentierung stattfinden. Das heißt, du wirst immer das gleiche Paket kriegen. Die Gateways sind weitestgehend dumm, sage ich jetzt mal, wenn man das mal vergleicht mit den typischen Trad-Free und ähnlichen Lampen, wo du eigentlich ein Device hast, wo dann die ganzen Anfragen nochmal auf das interne Protokoll, in diesem Fall ZLL, umgeschrieben wird. Beantwortet das weitestgehend deine Frage? Größtenteils. Das, was nicht beantwortet worden ist, ist der Teil, vielleicht habe ich ihn auch nicht gut formuliert, ist die Art der Umschreibung in diesem CoAP-Protokoll spezifiziert oder ist das rein implementationsabhängig? Ich meine, dass es spezifiziert sein müsste. Ich müsste aber nochmal genau nachschauen. Es müsste eigentlich 1:1 direkt umzumappen sein und ich meine, das war auch eines der Ziele beim Protokollentwurf. Wie gesagt, die Protokolle wurden bei der IETF entworfen. Das heißt, die hatten von vornherein HTTP auch vor Augen. Danke. Ja, es gibt hier noch einen Nachtrag. Also das Protokoll ist so designt, dass man relativ einfach Proxys machen kann. Also du brauchst gar keinen Gateway in dem Sinn, sondern du kannst eigentlich ein HTTP auf CoAP-Proxy machen. Und es ist auch im Protokoll spezifiziert, wie das funktioniert. Und damit kann man relativ einfach das tun, aber man kann halt nicht mit einem normalen Browser auf so ein Device zugreifen, sondern würde halt trotzdem irgendeine Restanwendung schreiben müssen. Und dann ist natürlich die Frage, es gibt gute Libraries in allen Programmiersprachen, also Python, C und whatever, ob man dann nicht gleich statt über einen Proxy zu gehen direkt CoAP spricht, wenn man sowieso die Restanfragen so machen muss. Und sonst, also meine Erfahrung ist, dass es eigentlich sehr wenig Proxys gibt, sondern dass man direkt mit dem Device redet. Ein wichtiger Punkt, den ich nicht erwähnt habe vorhin, ist, es gibt eigentlich Implementierung in fast allen Programmiersprachen. Dort gibt es auch regelmäßige Plug-Tests, wo man auch guckt, wie weit sind die Implementierungen und ähnliches. Man fährt halt unter dem IETF-Motto Rough Consensus and Running Code. Und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Und man hat eigentlich auch gesehen, wie schnell sich das Ganze entwickelt hat. In der Zeit, wo ich primär drin war, war so 2010 bis 2012. Und wir haben halt festgestellt, so das ist ein schönes neuer Kram als Studenten. Wir haben geglaubt, das ist die Zukunft. Ein paar Jahre später haben mir Leute erzählt, ja, Google möchte jeder Glühbirne eine IPv6-Adresse geben. Wir meinten so, ja, das haben wir euch versucht zu erklären die letzten Jahre, wie das funktionieren kann. Und wir sehen jetzt mit Trad-Free die ersten kommerziellen Produkte, die CoAP bis zum Gateway direkt sprechen. Das heißt, das kommt so langsam, aber sicher. Ist aber eigentlich ein sehr schöner Stack aus meiner Sicht für Internet of Things Geräte und andere Dinge wie kleinere Messenger. Wie ist denn der Stand der Dinge bei den SIBOR-Implementierungen? Weil ich mir das letzte Mal, wie ich da hingeschaut habe, war eine tolle Codierung, aber die Implementierungen waren irgendwie mäßig brauchbar noch für Embedded-Geräte, weil die, glaube ich, sogar nur nicht ohne HIP ausgekommen sind und so Geschichten. Bin ich gerade überfragt, müsste ich nochmal nachschauen. Können wir aber nachher nochmal gucken. Wie schaut es mit der Sicherheit an sich bei diesem ZigBee-Projekt, ZigBee-Protokoll aus? In der Theorie gut. Sie verwenden standardisierte, vernünftige Krypto an vielen Stellen. Sie haben eigentlich auch sehr viel Energie reingesteckt, um andere Mitbewerber auszuschließen, indem sie das Protokoll veröffentlicht haben, wie bei ZLL, aber die Keys nicht. Alles in allem ist es aber grausam. Also das hängt immer sehr stark von der Implementierung ab. Es ist eine Frage, ob Downgrade-Attacks möglich sind. Aber an und für sich kann man
oder finde ich, dass es vergleichbar ist wie mit Wi-Fi. Man kann die entsprechenden Channels verschlüsseln, man nutzt AES 128. Dort kann man theoretisch viel machen. Aber Zigbee an sich, ja, finde ich eigentlich eher, es ist ein Mixbag. Also vielleicht dazu ein Input. Zigbee arbeitet an einem neuen Protokoll, nächste Version, und die basiert auf 6LowPAN. Das sind auch viele von den Zigbee, die Firmen, die im Zigbee aktiv sind, im 6LowPAN-Bereich aktiv. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es abgelöst wird. Allerdings wollen die dann wieder oberhalb von IPv6 ihren eigenen proprietären Stack haben. Ob sich das durchsetzt, darf man gespannt sein, weil es eben CoAP inzwischen gibt, weil es auf Basis von CoAP Mesh-Routing-Protokolle gibt, die auch von der IETF spezifiziert sind. Und man daher davon ausgehen muss, dass wahrscheinlich das abgelöst wird. Also ich würde jetzt, wenn ich was neu entwickle, das nicht auf Zigbee-Basis tun. Ja. Und zur Verschlüsselung, eben, es gibt das DTLS, also für CoAP ist das komplett spezifiziert. DTLS mit TLS, also war zu Zeiten von 1.2 und funktioniert aber mit 1.3 TLS im Prinzip auch 1:1. Von daher sehe ich dort, es gibt so dieses eine Paper, wo sie dieses Lightlink auseinandergenommen haben, die Philips Hue-Lampen gehackt haben, ist schon anderthalb Jahre her oder so. Das haben vielleicht einige von euch verfolgt. Und da sind zwei Sachen rausgekommen. Schon 2015 wurde der Pairing Key, wenn ich ein neues Device in mein Netz bringen will, muss das ja irgendwie die Krypto kriegen. Da gibt es einen fixen Pairing-Key, den alle Members vom Zigbee-Konsortium gekriegt haben. Der ist 2015 auf Twitter geleakt worden. Und Philips hat ein Upgrade-Key, um Firmware-Upgrades zu machen. Und dieser Upgrade-Key ist vom selben Twitter-Account 2017 geleakt worden, nachdem es eben dieses Paper gab über diesen IoT-Warm-Idee. Die haben eben gesagt, wir können eine Lampe vom Nachbarn klauen, in unser Netz bringen, resetten, und dann kann ich dir eine neue Firmware aufspielen. Dann infiziert sie alle anderen Lampen im Umkreis, und so breitet sich das immer wieder aus. Gemacht haben sie es nicht, aber es zeigt, dass die Security von dem Zeug jetzt nicht so gut ist, wobei die Attacke schwierig ist. Also die haben eine Side-Channel-Attacke auf die Krypto gemacht, und die Leute, die damit involviert waren, der eine Autor ist der Adi Shamir, das ist das S in RSA. Also die haben schon gewusst, was sie tun. Das macht nicht jeder von uns so easy nach. Aber wenn mal der Geist aus der Flasche ist, ist es natürlich, kriegt man ihn nicht mehr rein. Ja. Da kann man noch ergänzen. Also ich finde die Ergänzung super. Es gab Packet-in-Packet-Attacken auf Zigbee und 802.15.4 von Travis Goodspeed und Ähnlichem. Das heißt, wenn du im unverschlüsselten Wi-Fi warst, konnte ich dir spezielle Packets teilweise schicken, die dann für ein Zigbee-Device aussehen wie valide Zigbee und damit dann wieder weiter dann ein anderes, also vom Wi-Fi Zigbee-Devices angreifen über die Luftschnittstelle. Dieser Angriff, der gerade erklärt wurde von Shamir, ist einer der Schwachpunkte, die zum Beispiel bei den Trad-Free-Lampen vorhanden sind. Ein Bekannter von mir hat in einer Bachelorarbeit die Trad-Free-Lampen untersucht, und das war eine der beiden Schwachstellen, die er gefunden hat. Und man kann lange darüber diskutieren, ob das ein gutes Ergebnis ist, dass er nur zwei Schwachpunkte gefunden hat, oder ob das eigentlich schlimm ist. Aber fest steht, dass IKEA relativ solide da etwas gebaut hat schon und wie es weitergeht. Bei Zigbee müsste man vielleicht auch nochmal sagen, das mit Smart IP war ja auch schon vor ein paar Jahren einmal in der Mache von Zigbee, dass sie ihren ganzen Standard nochmal überarbeiten wollten für CoAP vor ungefähr 9 Jahren. Und das jetzt. Okay. Also er soll jetzt wohl kurz vorm Release sein. Genau. Für Member ist er schon verfügbar, wurde gerade gesagt, und für Nicht-Member. Da einfach noch eine Anmerkung. Ich glaube, in diesem Paper von Shamir und Konsorten steht eben eins der Probleme, das Zigbee hat, ist, dass sie ihren Standard hinter verschlossenen Türen machen, im Gegensatz dazu, dass eben wie der TLS 1.3 Standard entwickelt worden ist, nämlich mit weltweiter Beteiligung von den besten Leuten, die es in dem Bereich gibt, und dass das natürlich auch zu diesen Security-Problemen führt. Ja, und es kann sich auch jeder daran beteiligen.
Also es passiert ziemlich viel. Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen? Wie sieht es generell denn aus mit Firmware-Upgrades auf so Philips Hue oder Throat-Free-Devices? Haben wir da eine Chance, dass das irgendwie dann auch ein signifikantes Protokoll-Update bekommt? Oder bleibt das, sind wir jetzt an das Zigbee gefesselt, so wie wir es jetzt kennen? Also wenn wir schon eine Infrastruktur uns gebaut haben. Ist schwierig zu sagen. Weil man also man könnte, da das auf 802.15.4 aufsetzt, könnte man natürlich teilweise andere Stacks ausrollen, wenn die passenden Chips vorhanden sind. Over-the-air-Updates sind immer schwierig. Von Konsumenten Devices kaputt zu machen, ist auch immer schwierig zu rechtfertigen. Alleine was für Probleme Philips mit der Hue-Lite hat teilweise, wo dann Firmware-Updates 2 Stunden dauern pro Glühbirne, wie Scott Hanselmann mal beschrieben hat, sind eigentlich nicht tragbar und auch alles andere als cool. Allerdings, wenn wir uns an die Nest-Rauchmelder erinnern und diese ganze Home-Automation-Sachen, die hatten auch die passenden Chips drin. Das heißt, es könnte relativ zügig vieles umgeschrieben werden. Die Infrastruktur war und ist weitestgehend teilweise schon vorhanden, auch mit universellen Geräten. Teilweise müsste dann nur das Gateway ausgetauscht werden, aber wie gesagt, Zigbee-Geräte umprogrammieren ist halt ein bisschen schwierig. Auf ein anderes Protokoll mit allen Herstellern zusammenarbeiten, NXP, die weitestgehend dahinter sind, ja, ist schwierig. Die Frage war gerade, ist die Code-Size vergleichbar? Also wir haben mit 64 Kilobyte Flash-Geräten angefangen und wir konnten CoAP und 6LowPAN darauf ausführen. Das ist vergleichbar weitestgehend. Inzwischen mit 128 Kilobyte Flash und 16 Kilobyte RAM hatten wir in sehr bequeme Entwicklung schon die, also wir sind dort nicht mehr limitiert. Inzwischen haben die SOCs 256 Kilobyte Flash und dort sind viele Möglichkeiten drin, von denen wir vor 8 Jahren geträumt haben. Wir haben zum Beispiel mit den 256ern Chips ein Over-the-Air-Update gemacht, der lang nicht so lang dauert. Und erfahrungsgemäß ist der Zigbee-Stack sogar ein bisschen größer, als wenn du CoAP plus 6LowPAN hast. Also du kannst sogar CoAP mit TCP, 6LowPAN plus TCP machen in diesen SOCs, ist auch implementiert in ContigiOS, passt immer noch in unter 64K rein. Aber TCP ist normalerweise was man halt nicht will in dem Bereich. Ja. Nein, eben DTLS und TLS haben wir noch nicht. Ja. Und das ist... Ja. Da wird man halt größer in dem Augenblick. Da hatten wir mit 80 Kilobyte SOCs gearbeitet. Es gibt ja noch Thread oder Open Thread von Google, oder also ehemals Nest und jetzt ist es Google. Das basiert auch oder baut auf der 802.15.4 Hardware. Wie ist da das Verhältnis zu? Ist das ein nettes Open Source Projekt, aber sie halten sich nicht an Standards und machen, was sie wollen? Oder? Also die Features hören sich nett an, so Mandatory Encryption. Ist schon mal. Ich habe Meinungen dazu, aber die sind nicht wirklich qualifiziert. Die sagst du nur off the record. Okay. Na, also kurz zu was die Nest-Leute machen, ist, sie setzen zumindest auf 6LowPAN. Und auf irgendeine Verschlüsselung, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz spezifiziert, weil du hast das Problem, dass IPsec zu groß ist, insbesondere das ganze Key-Management-Zeug. Das wird es da nicht spielen auf diesen Embedded-Devices. Die Best Bet ist zurzeit DTLS. Und die Nest-Leute streiten, glaube ich, immer noch, was sie auf der Applikationsschicht machen. Also CoAP haben sie sich bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen, weil es halt da so 2 Fraktionen gibt oder mehr, die irgendwas anderes wollen. Insbesondere habe ich schon erwähnt, Zigbee halt einen eigenen Stack und so. Und aber zumindest mal die unteren Schichten sind kompatibel. Und das ist schon mal ganz gut. Und die machen Interoperabilitätstests mit vielen Devices. Also mit hunderten Devices und das funktioniert. Und das ist zumindest mal eine ganz nette Sache.
ich sehe da halt ein Silo entstehen. Das ist halt mein großes Problem, weshalb ich ein bisschen kritisch bin, aber es sind gute Ansätze dabei. Was meinst du damit, Silo entsteht? Dass so ein Vendor-Login gemacht wird, dass man Member-Allianz sein muss, um die ganze Spezifikation zu kriegen. Es war, als sie angefangen haben, nicht sehr freundlich für Entwickler. Das kann sich inzwischen geändert haben, aber ich habe mich damals dann rausgehalten, nachdem ich gesehen habe, dass es vier verschiedene Hürden gab, an die Dokumente ranzukommen. Ja, es gibt inzwischen Open Source dafür, ja. Und die unterstützen es auch, das muss man auch lobend dazu sagen. Hast du eine Meinung zu MQTT SN? Nein. Weitere Fragen, Anmerkungen? Dann danke ich allen, insbesondere auch allen, die beigetragen haben. Wie gesagt, ich finde es ein interessantes Feld. Ich würde mich freuen, wenn mehr Hackerspaces sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Es ist günstig, man kann viele Sachen machen und es ist standardisiert und man muss da nicht eigene Dinge an vielen Stellen neu erfinden. Deshalb vielen Dank und eine schöne Easter Hack.